Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Soul Zero. Ja, im Moment ist es ja relativ einsam auf dem Mars. In der letzten Folge ist ja dieser, ja, kleine Fehler passiert, dass, ja, auf einmal beide Astronauten tot waren. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Nein, ich weiß es schon. Also, der Grund vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, vielleicht habe ich das letzte Folge nicht so ganz richtig erklärt. Ich habe es aber auch schon in die Kommentare geschrieben, weil auch schon jemand da nachgefragt hatte. Vielen Dank an der Stelle für den Kommentar und für den Hinweis nochmal. Also es ist so, dass wir ja mit unserem Astronauten unsere Nahrung hier plus minus null gehalten haben. Und als die Nahrung dann mit dem zweiten Astronauten auf null runtergegangen ist, ist es dann halt eben so gekommen, dass es auf null geblieben ist. Dadurch, dass wir ja praktisch plus minus null hatten. Ich hoffe, das habe ich jetzt ein bisschen verständlich erklärt. Und ja, ansonsten müssen wir jetzt natürlich schauen, dass uns das nicht normal passiert. Und wir müssen jetzt auch vor allem erstmal warten, bis wir wieder einen Astronauten hier hochschießen können. Denn genau das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Ich hoffe eigentlich, dass es nicht mehr so lange dauert. Aber wir gucken mal. Mir fällt gerade auf, wir kommen eigentlich gar nicht hier hinten hin. Weil da sind Steine, da braucht man einen Bulldozer. Ich glaube, mit einem Bulldozer können wir das wegschieben. Meteoritenschauer. Na, wenn der jetzt auch noch meinen Rover kaputt macht, dann haben wir ja erstmal ja nichts zu tun, dann können wir ein bisschen quatschen hier. Was mich natürlich jetzt auch nicht so stören würde, mich ein bisschen mit euch zu unterhalten, aber leider kommt ja von euch jetzt im Video nichts zurück. Das macht das Unterhalten etwas schwieriger. Okay, so, wir können wieder starten und machen das auch gleich mal. Wir nehmen diesmal nur einen Astronauten mit, habe ich gerade so entschieden. Der kann erstmal dort das weitermachen. Wir nehmen erstmal noch den Extractor hier mit und ja, eigentlich einen Gabelstapler, weil wir haben jetzt sowieso, oder wir können jetzt eh nicht so viele Supplies mitnehmen. Also wir könnten schon, aber wir haben ja sowieso jetzt nicht so den großen Bedarf daran. Weil wir haben ja noch genügend oben. Von daher nutzen wir einfach diesen Start noch, um den Stapler mit hochzunehmen. Dann haben wir den schon mal da. Das ist, wird eine kleine Erleichterung schon sein. Macht das alles ein bisschen einfacher. Der fährt dann die Dinger automatisch dorthin. Diese Supplies, diese Kisten. Müssen wir uns nur einen guten Landeplatz hier überlegen. Ja, wobei wir das ja auch wieder nach zurückschicken können dann. So. Es ist wieder Leben auf dem Mars. Sehr schön. Den können wir gleich mal automatisieren. Dann stellen wir den Extractor noch dran. Und dann... Was habe ich hier eigentlich für einen Mist gemacht? Ich hätte den lieber da hinsetzen sollen, weil dann wären wir hier noch durchgekommen. Könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, glaube ich. Oh, und ein Solarpanel ist schon kaputt. Siehst du, da läuft er gleich hin. Das ist ja auch sehr gut. Er denkt mit. Freut mich. Ja, wir haben, klar, wir haben jetzt nicht genügend Leute hier, um die ganze Kolonie praktisch zu versorgen. Da müssen wir ran. Und da schnappen wir uns gleich mal die Kiste, die er hier abladen wird. Und werden jetzt erstmal hier hochbauen. Den Korridor weitersetzen praktisch. Wenn es denn geht. Warum geht das nicht? Doch, jetzt. Nee. Doch nicht jetzt. Nee. Hey! Ich treffe nicht. So, jetzt habe ich getroffen. Sehr schön. Spacecraft Refueling complete. Ja, den könnten wir jetzt starten lassen. Macht aber wenig Sinn, weil da noch so viele Kisten drin sind. Das war vielleicht so ein bisschen blöd, die Palette dahin zu setzen. Wir müssen die Palette, glaube ich, nochmal ein Stück weiter hochsetzen.
Beziehungsweise wir setzen einfach hier eine neue hin, weil wir werden ja sowieso hier mehr in dieser Richtung bauen. So, wo ist mein Rover? Rover, du musst unbedingt Methan finden. Irgendwo muss hier Methan sein. Hoffe ich doch. Grün. Grün brauche ich. Grün, die Farbe der Hoffnung. So. Du bauen Palette hier. Sehr schöne deutsche Sätze hier. So, so, so. Er bringt jetzt, oder bringt er die jetzt automatisch hier hoch? Dann brauche ich da nämlich gar nicht hinlaufen. Ach ja, hier ist ja schon eine Kiste drauf. Jetzt, die kann ich gleich wieder greifen. Und dann können wir hier nämlich noch den nächsten Korridor dran setzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was uns natürlich noch fehlt, sind zwei Sachen. Einmal die Luftversorgung und dann einmal dieser Schlafplatz. Und natürlich das Wichtigste ist noch dieses Launchpad. Das müssen wir auch noch bauen. Was bauen wir jetzt zuerst? Gute Frage. Ich denke mal erstmal hier so ein Verteiler. So, wie schaut's aus? Was gefunden? Ne, sieht nicht so aus. Schade. Fahren wir mal noch ein bisschen in die Richtung. Dann müssen wir vielleicht doch einen Bulldozer mit hochnehmen. Wir können auch mal die Türen hier öffnen, da wo es schon mal geht. Damit die noch nicht vorhandene Luft schon mal sich verteilt. Das Vakuum praktisch. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier noch einen rüber. Gleich, wenn er, sobald er das repariert hat, das Solarpanel. Immer noch kein Methan. Wir sind hier auf einem methanarmen Teil des Mars. Des Planeten Mars. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber es ist meistens da, wo man zuletzt sucht, das ist immer das Problem. Oh nein. Kommen ganz komische Wolken. Ich dachte schon, da kommt jetzt wieder ein Wirbelsturm, aber es sieht noch nicht so danach aus. So, dann können wir da jetzt nämlich noch einen Verteiler dran setzen. Und da können wir dann auf jeden Fall so einen Schlafplatz bauen. Und vielleicht hier sogar noch in die andere Richtung dann noch so ein Greenhouse setzen. Weil wir werden ja auch noch definitiv mehr Nahrung brauchen. Als die, die wir bisher haben. Weil die reicht ja wieder gerade mal so für zwei Astronauten aus. Aber wir bauen erstmal das Teil. Damit wir dann Schlafplätze haben. Nein, jetzt ist er. Oh, verflixt. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Wenn wir das Ding jetzt da hinsetzen, aber da müssten wir noch durchkommen, rein theoretisch. Ja, hier liegt so ein blöder Stein im Weg. Wir brauchen also unbedingt einen Bulldozer hier oben. Den nehmen wir dann beim nächsten Mal gleich mit. Dann können wir uns nämlich auch den Weg hier hinten, nach da hinten frei machen. So, ho, 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 ho. Dann holen wir uns noch schnell den Bulldozer nach hier oben. Können wir schon wieder starten. Und natürlich einen zweiten Astronauten. Können wir den Bulldozer schon mitnehmen? Ne, können wir noch nicht. Ah, da brauchen wir eine andere Rakete. Nein! Okay, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich.
Okay, wir nehmen aber auf jeden Fall ein paar mehr Supplies mit. Ein bisschen Wasser nehmen wir noch mit. 20 Liter reichen uns. Okay. Okay. Die Folge ist schon wieder vorbei. Mein Gott, vergeht die Zeit. Wir haben ja gar nicht viel geschafft. Na gut, wir landen jetzt auf jeden Fall nochmal und gucken dann gleich mal, ob wir schon mal ein. Ich will jetzt auch nicht mitten im Weg hier landen, aber ich glaube, bis wir da sind, wo wir bauen. Also hier sind ein Haufen Steine, die müssen unbedingt weggebaut. Unbedingt. Ja. Ja, so ein Bulldozer hier oben. Definitiv. Okay, den kann man schon mal zurückschicken. Dich noch nicht, du bist noch nicht fertig. Zack, zack. Willkommen auf dem Mars, Klaus. Ja, wir machen erstmal Schluss an der Stelle und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir haben ja auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Wir müssen schauen, dass wir hier überhaupt nochmal Luft reinkriegen. Dann müssen wir das Launchpad bauen und ja, also das ist noch ganz viel Arbeit. Ich hoffe, ihr seid dann auch noch dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen geben oder einen Kommentar schreiben. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.